gegen Kaiserslautern ist unser und damit auch ihr viertes Spiel. Und es ist die Rückkehr des jungen Herrn Andreas Reinke. Zwei lange Jahre war er Nummer 3 in der Rangfolge der Hamburger Torhüter und bestimmt auch deshalb nicht der beste Kumpel von Benno Möhlmann. Jetzt hat er die 1 und zwar beim FCK und sich besonders gefreut auf dieses Spiel. HSV gegen FCK, ein Bericht von Jörg Dahlmann. Er hat dieses Spiel gesehen, auch wenn das nicht immer ganz leicht war. Schmuddelwetter in Hamburg, kühl, feucht, leichter Nieselregen, HSV-Wetter. Nein, werden die Lauterer sagen, das ist unser Fürth-Walter-Wetter, also schauen wir mal, wem es nutzte. Überraschung beim FCK, Ciriaco Sforza heute Libero, diesmal so ungewöhnlich, dass Kollege Brennecke mal nachfragte. Welcher Teufel hat Sie denn geritten, den Sforza heute Libero spielen zu lassen? Ja, mal was anderes. Sforza hat diese Position in der Schweiz jetzt öfter schon gespielt. Cutlets spielte stattdessen Mandecker wechselweise gegenüber Nauskas und Andersen. Und just dieses Duell Andersen-Cutlets stand sogleich im Mittelpunkt. Der HSV also in den hellen, in den weißen Trikots mit Spörl und Andersen. Kopfballsieger gegen Cutlets, aber dann Pech, dass er nur den Posten traf. 4 Minuten später, der HSV druckvoller als die Gäste aus der Pfalz. Hartmann, Spörl jetzt auf der gewohnten rechten Seite. Ivanauskas setzt sich durch gegen Cutlets. Hartmann, Andersen, nochmal Andersen. Da hatte sich der ehemalige Norweger, der den Vorzug gegenüber Zarate erhalten hatte, so gut per Kopf durchgesetzt. Fair gegen Reinke, der da patzte. Und plötzlich wird der Ball vom Freund zum Feind. Folgt eine Szene aus dem Lehrbuch, Kapitel So fährt man einen Konter. Martin Wagner, der Ausgangspunkt, Breme, Anders, Kuka und danach wieder Wagner. Dennoch, im Großen und Ganzen die Hamburger leicht dominierend, aber das Problem, das Andersen hat, quält ja auch seinen Sturmkollegen, weil das Ivanauskas. Sie treffen das Tor nicht. Dennoch Kompliment an die Fans, statt Pfiffen, Ivan-Ivan-Rufe. Halbe Stunde gespielt, ordentlich anzusehen, nur die Tore fehlten noch, aber vielleicht jetzt. Andersen, der gefiel mir trotz der 2 vergebenen Möglichkeiten gut beim HSV. Hier mal als Vorbereiter und Spörl. Der FCK gab sich zwar seltener die Ehre vor Uli Steins Kasten, aber er blieb stets gefährlich. Roger Lutz ist das. Stefan Kunz legt auf für Martin Wagner, der legitime Nachfolger von Frankfurts Bernd Nickel als Dr. Hammer. Was machte eigentlich Libero Sforza? Ehrlich gesagt ordentlich, bis auf diese eine Szene. Der Schweizer will dribbeln. Am eigenen Strafraum verdribbelt sich. Alberts heute gegen Oliver Schäfer nicht so wirkungsvoll wie in den letzten Wochen. Standfußball, auch mal interessant. Bach kommt angerauscht und Spörl. Glanztat des ehemaligen HSV, Ersatz ist Andreas Reinke. So, dann noch ein Fall für Max Schauzers Pannensendung. Roger Lutz mit dem anderthalbfachen Lutz. Vorsicht, Mann mit Schirm. Halbzeit, Benno 0, Friedel 0. Und die zweite Hälfte andersrum und im Mittelpunkt zunächst Ivanauskas. Hier ist er, Björn Andersen, ungemein fleißig, macht ein gutes Spiel. Spörl abgedrängt von Sforza, na ganz astrein war die Szene nicht. Hart an oder jenseits der Grenze des Erlaubten. Wieder Ivanauskas, vernascht. Breme und Cutlets hier im Zweierpack. Schauen Sie mal. Toll gemacht von Ivanauskas. Sieht Litschkopf. 60 Minuten vorbei, keine Tore, aber jetzt ein schöner Angriff der Hamburger. Klassischer Konter über links Jörg Ali Alberts.
Und Jörg links, Jörg rechts, nämlich Jörg Bach. Es sah ja nicht schlecht aus beim HSV. Schöne Angriffe, aber im Fußball gibt es keine B-Noten. Was zählt, ist der Abschluss. Ivan Auskas. Er giftet nicht mehr, er wundert sich nur noch. Der Mann, der sich ins Haar greift, heißt Björn Andersen. Für ihn wirft sich nun Zarate ins Haar. Gleichzeitig seine letzte Szene. Aber zunächst wird haarig in der HSV-Abwehr. 75. Minute. Kuka. Schön gemacht. Wagner und Kunz. Tor. Längste. Der Dortmunder Schiri Kasper hatte abgepfiffen. Warum, haben wir später gesagt. Abseitsgeschichte. Linienrichter hat die Fahne hoch, hat mir Abseits signalisiert, habe ich Abseits gegeben. Da hatte aber der Kollege sich geirrt, das war ein reguläres Tor. Beim Abspiel von Kuka stand Wagner nie und nimmer im Abseits. Und auch danach haben wir nochmal angehalten. Hier Torschütze Kunz kann ebenfalls nicht im Abseits gestanden haben. Also regulär. Aber es zählte nicht. Freistoß Lautern. Wagner wird ausführen. Und Martin Wagner. Treffer, aber der zählte wieder nicht. Verwirrung bei den Lauterern. Gelbe Karte gegen den Mann mit dem nervösen Fußgelenk, Martin Wagner. Hier sieht man, der Schiri war noch beim Mauerbau, hatte den Ball noch nicht freigegeben. Wiederholung und jetzt wird es zählen. Wieder wird Wagner ausführen. Wieder die gleiche Ecke. Stein gegen den harten Schuss von Martin Wagner. Ja, es blieb beim 0:0 und da Schadenfreude so herrlich sein kann, noch die folgende Szene mit Schiri Kasper, der Kostner gelb zeigen wollte. Ich glaube, der liebe Gott muss ein Kostner-Fan sein. Die Tabelle. Dortmund nur noch einen Punkt vor Bremen. Dahinter punktgleich Mönchengladbach, Freiburg, Bayern und Kaiserslautern. Der HSV durch das 0:0 auf Platz 7 abgerutscht. Leverkusen jetzt auf Rang 8, gleich auf mit dem Karlsruher SC. Die ganze Tabelle auf einen Blick. Und die untere Hälfte, sie wird von den Stuttgartern angeführt. Die Frankfurter Eintracht, die einzige Mannschaft mit ausgeglichenem Punktverhältnis auf Platz 11. Die Plätze 12 bis 15 unverändert, Schalke vor Köln, Uerdingen und Dresden. Durch die Schlappe in Köln hat 1860 den 16. Platz an Bochum verloren.